In diesem Sommer kamen bereits viele spannende Autorinnen und Autoren zu Wort in unseren LiveNet-Talks. Und heute freue ich mich sehr, euch eine weitere spannende Autorin vorstellen zu dürfen. Die Autorin von diesem Buch, Zartheit und Krawall. Anne Fleck ist nämlich mit uns verbunden. Anne Fleck ist in Wien heute zu Hause, aber aufgewachsen in Deutschland, also in Heidelberg. Geboren 1983, gleicher Jahrgang wie ich, haben wir schon festgestellt. Also ich freue mich sehr, dass wir heute hier eintauchen dürfen in dieses Buch und die Geschichte darin. Anne Fleck, guten Tag. Hallo. Ja, es ist ja eigentlich ein Buch über eine Frauenfreundschaft, in der gemeinsam gehadert, gefeiert, immer wieder nach Gott gesucht wird und Gedankenaustausch völlig frei, also große Freiheit drin, große Liebe bei euch und ihr wollt die Welt gesund lieben, Katharina, und du schreibst du so schön in Zartheit und Krawall, und dann ist das Drama natürlich drin in dieser Story auch über den Tod von deiner Herzensfreundin. Anne, kurz mal dieser Titel Zartheit und Krawall, ich nehme das gleich an den Anfang, wie kam es zu dem? Beides sind Wörter, die Katharina so treffend beschreiben und wo ich auch dachte, das sind so Dinge, die wir eigentlich brauchen, um irgendwie einen nützlichen Beitrag auf der Welt zu liefern. Wir müssen uns manchmal trauen, Krawall zu machen, und man braucht aber auch super viel Zartheit, dass man nicht so rau wird und dass man auch so die anderen ordentlich lieben kann. Dafür braucht es viel Zartheit. So ist das. Genau. Ja, man lernt natürlich viele Facetten dann weiter kennen von deiner Freundin, die eben gestorben ist, durch ein hartes Leiden ging auch am Ende. Und du schreibst auch, es sei ein heikles Unterfangen, eigentlich dieses Buch so zu schreiben, weil eben die Freundin, die Katharina, die kann dann nicht irgendwie sich wehren oder sagen, hey, was hättest du da für einen Scheiß? Da klingt schon ein bisschen mal an, auch die Ausdrucksweise und wo du sonst so wirkst, auch also stark bei der Jugend auch. Und das war so wahrscheinlich so der Ton, den ihr auch hattet und gepflegt habt, oder? Ja. Obwohl die Katharina schon sich ordentlicher ausgedrückt hat als ich. Also manchmal hat die dann so punktuell solche Wörter ausgepackt, wenn es sein musste. Aber ich glaube, also alles in allem war ihr Tonfall schon sehr viel sanfter als meiner. Alles klar. Aber lass uns doch kurz jetzt noch die Geschichte anschauen. Also wie ist das da geschehen? Hast du erlebt da? Plötzlich, du schreibst da an diesem Tag, am September war das, 4. September, als du am Gardasee in einem Planschparadies warst und dann plötzlich dieser Anruf kam. Es war total surreal. Erstens mal, dieses Umfeld war so der Inbegriff von Leben und auch so unbeschwertem Leben, wo ganz viele Leute ihre Sommerferien machen und planschen. Also das ist ja so der Inbegriff von, da hast du ja keine großen Gedanken, da überlegt man sich, will ich jetzt Pommes oder habe ich schon Sonnencreme verwendet? Und in dem Moment ruft der David mich an, und das war so, und ich habe ihn auch nicht so gut verstanden, und er hat das ja selber auch gerade erfahren, Katharinas Mann, und der war so durch den Wind, dass ich am Anfang dachte, das kann nicht sein, das ist ein Missverständnis. Der hat den Ärzten nicht ordentlich zugehört und jetzt ruft er mich an und ist sich aber selber nicht ganz sicher, und später ruft er an und sagt, Anne, es tut mir leid, ich habe da irgendwie was falsch verstanden, ist alles in Ordnung. Also im ersten Moment war für mich klar, das ist nicht das Echte. Ich verstehe gerade was falsch. Aber dann hat sich eben doch herausgestellt, dass die Realität eben so hart ist. Und da ging es dann ja in eine Phase auch in eurer Freundschaft, eben wo das Leiden sehr nah kam. Ich glaube, das wäre auch so eine Sache, die ich mir wünschen würde, wenn man das Buch liest. Ich glaube, dass wir alle manchmal leiden müssen, ganz unterschiedlich. Im Leben ist einfach Leiden dabei, und ich finde, wir sind da zu schlecht dafür aufgestellt. Also wir reden nie über das Leiden. Wir tun immer so, als wären Leute entweder super arm oder bei denen wird es immer laufen. Aber jeder von uns ist reich beschenkt und jeder von uns macht
albtraumhafte Zeiten durch. Und ich will nicht sagen, das Leid ist super und ist voll toll und so. Und manche sagen dann immer, ja, Gott hat sicher einen Plan. Ich glaube, dass Gott auch leidet, wenn es uns so elend geht. Aber in dem Leid ist eine Chance. Und es war so krass bei der Katharina, dass man gesehen hat, wie sie so tiefer und klarer wurde, noch eh, als sie schon war. Und wie ganz viel Oberflächlichkeit. Und ich meine, wenn man sich überlegt, über was für einen Scheißdreck wir uns manchmal Sorgen machen, das war halt einfach nicht mehr relevant. Ja, das genau, das kann man da sehr stark dann auch mitfühlen, auch diese Dialoge auch miteinander geschrieben habt und so weiter. Also diese Zeit, was ist da jetzt? Also jetzt ist ja noch nicht viel Zeit vergangen, wenn man so will, seither. Weißt du, also was ist da für dich so der Moment, der dich stark auch heute immer wieder begleitet, wo du denkst, oh wow, dass es zu diesem Gespräch noch kam und dieser Moment da hat sich mega eingeprägt bei mir. Da könnte ich nicht so einen Moment sagen. Ja. Das ist eher so, dass wir immer mal wieder und dann auch an überraschenden Stellen mir irgendwas einfällt, was wir zusammen gemacht haben, was wir gesprochen haben und so. Und manchmal reißt es mich total und ich denke, also ich finde, dann ist es ganz schwer auszuhalten und manchmal ist es aber auch so ein freudiges, einfach nur so ein dankbares, mich an was Schönes erinnern. Ja, genau. Du schreibst ja dann eigentlich aufgrund von Gesprächen oft, die ihr hattet oder diese ganzen durchlebten Leitsituation und so, schreibst du dann über diverse Themen. Also du nennst das auch schon im Buchtitel eigentlich Essays über die unverschämte Hoffnung, also die dich der Tod der Herzensfreundin gelehrt haben. Also kann man sagen, sie ist in gewisser Weise, und das Wort brauchst du ja sonst dann auch in deinem Kapitel, Sparringpartner, also sie ist auch hier in diesem Buch, wie es geschrieben ist, dann oft so diese Person, die auch noch mit dabei ist, so imaginär. Sparringpartner, ein gutes Wort. Ja, ich mag das auch, das kam von der Katharina, das Wort, und das ist aus Boxsport. Und als sie das erste Mal gesagt hat, musste ich es googeln. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich bin nicht so ein Boxsport-Experte. Die Katharina hatte für eine Kampagne, die sie gemacht hat, die hatte eine Werbeagentur, wo sie auch viel für Modeunternehmen gemacht hat. Und da hatte sie mal mit einem Boxstudio zu tun und so kannte sie die ganzen Insider-Termini. Aber ja, es war so, man ist einfach zusammen besser aufgestellt, das Leben anzugehen und auszuhalten und sich manchmal zu ermutigen und manchmal auch irgendwie zu bremsen und zu sagen, boah, ich glaube, da hast du einen toten Winkel, da musst du mal irgendwie drauf achten. Und ich glaube, dass halt, es gibt eine Connection auch zum Himmel und ich habe das Gefühl, dass da immer noch, also dass sie irgendwie involviert ist. Mhm. Aber das ist vielleicht auch, ich will euch nicht zu nahe, das ist auch ein bisschen ein katholischer Gedanke, dass man ständig mit denen, die schon im Himmel sind, dass die einen irgendwie so mitlaufen. Und ja, Anne, und das war ein anderer für mich sehr spannender Aspekt auch in diesem Buch, oder? Dass ich jetzt eher als Freikirchler oder wo ich so zu Hause bin und dann auch reinsehen in diese ganze Denkweise dann von katholisch geprägten Christen da und wie du das dann machst, auch das Beichten kommt zum Beispiel an einem Ort vor, wo wir durchaus uns auch mal was abschneiden könnten, nämlich wieder. Also ich fand, das hat so viel Tolles drin. Und ja, aber ich komme noch mal kurz auf diesen Sparringpartner und dann auf einige Themen zu sprechen, gerne noch aus dem Buch. Da gibt es nämlich viele, viele Schätze drin. Und da sie hat gesagt eben, ja, jeder braucht Sparringpartner. Wir brauchen dringend Sparringpartner, die wir mit Hingabe lieben und denen wir erlauben, uns zu lieben und uns in den Arsch zu treten. Innige Freundschaften sind Lebensretter. Und das ist schon so das, was ich das Gefühl habe, das bleibt mir zurück nach der Lektüre jetzt von diesem Buch. Also was es bedeutet, eine solche Freundschaft zu haben und also wie wichtig das ist,
Du schreibst auch irgendwo, als du in Berlin warst, oder wie dringend du das gesucht hast oder wie du gebetet hast, lieber Gott, ich brauche Einzeit, sonst komme ich hier irgendwie nicht durch in diese großen Stadt. Das zeigt sowas. Sonst ist man verloren irgendwo. Und ja, das denkst du sehr schön. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man Leuten erlaubt. Natürlich muss man die gut aussuchen. Das kann man nicht jedem erlauben, aber man muss Leuten erlauben, einen zu ermahnen und zu ermutigen und auch also so ein bisschen zu korrigieren, weil selber hat man ja, wenn dir jemand anderes sein Leid erzählt, hast du einen viel klareren Blick darauf. Aber deine eigenen Sehnsüchte und Erfolge und unglückliche Momente, da brauchst du manchmal jemanden, der dich einnordet und der dir sagt, du hängst gerade total im Selbstmitleid, erinnere dich, wie gesegnet du bist oder so. Also ich glaube, da braucht man einfach manchmal einen anderen Blick noch. Ja, unbedingt. Und das bringt mich jetzt zu einem Thema, weil dieses Selbstmitleid, das erwähnst du zum Beispiel im Kapitel Ermutigung. Ich bin da auf Seite 60 jetzt und dort steht diese Entmutigung, die eigentlich das besonders in ihrer gefährlichsten Form, dem Selbstmitleid, ist der ultimative Feind, die schlimmste Versuchung, das potenteste Nervengift gegen Freude, Hoffnung und Entwicklung zum Guten. Und du schreibst dann natürlich, dass genau das ein Thema war, das ihr immer wieder ja so angepackt habt, auch gemeinsam euch entschieden habt, nein, wir gehen in eine andere Richtung. Und dass es so das Zentrale ist, wenn du schreibst gleich danach, wenn man den christlichen Glauben am kleinsten möglichen benennen wollte, als das, was er zuallererst ist, noch bevor man überhaupt tiefer in seine Schönheit, Wahrheit und Radikalität einsteigt, könnte man sagen, er ist Ermutigung. Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Gedanken weitergeben? Einfach dieses Aufbauende, das du mitgeben willst, dann kommt auch der schöne Satz, Gott hat nicht gemurkst, oder? Wenn man die Leute anschaut, dass man das im Blick behält, sozusagen. Auch die Also ich glaube, Brüder. das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass glaube ich, dass wir zu wenig am Schirm haben. Das Selbstmitleid natürlich ist, ich glaube, mehr oder weniger ist es eine Versuchung für jeden Menschen sein Leben lang. Immer mal wieder hat man Momente, wo man denkt, ich bin so ein armes Schwein und bei allen anderen läuft's. Aber also ich glaube, dass das ist, glaube ich, das Destruktivste, was man empfinden kann. Und sobald du dir selber leid tust, musst du auch auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Du musst auf niemanden zugehen. Du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, dass alle schulden dir eigentlich was, weil du bist ja arm. Und ich glaube, sich so, also im Selbstmitleid aufzugehen, ist, glaube ich, für alle Beziehungen, für alles Glück, für alle Erfüllung, das ist der absolute Killer. Und ich glaube, da braucht man auch Leute, die sich trauen, einem zu sagen, du hängst da gerade, das ist eine schiefe Wahrnehmung. Und wenn ich mir überlege, was Jesus gemacht hat und wer Gott ist und wie die Welt aussieht und womit er uns ausgerüstet hat. Ich meine jetzt gar nicht so, dass ich wohne jetzt in einer Wohnung, die ich total gern habe und so. Und ich meine jetzt nichts materielle Zeug, sondern jedem von uns hat er andere Talente gegeben und so. Und dann zu sehen, wie geliebt wir sind und wie ausgerüstet für die Welt und wie sehr wir auch irgendwie einen Auftrag haben, für die anderen uns zu verschenken. Und das zerstört uns aber nicht selber, sondern das erfüllt uns noch mehr. Ich glaube, das ist so dieses bewusst sich machen, was Gott mit uns vorhat. Also wirklich das Große. Weil wir oft, finde ich, sind wir dann so im Klein-Klein und dann merken wir, jetzt haben wir uns auch noch geschnitten in den Finger beim Brotschneiden und es ist so ach, alles tragisch. Und Gott erinnert uns so an das, was er für uns vorbereitet hat. Und ich glaube, das ist so, ja, das ist, was wir brauchen. Und da, wo wir auch manchmal jemand anderen brauchen, der einen das nochmal an den Schirm holt. Absolut. Ja, und es geht in eine ähnliche Richtung dann auch. Das Thema, man spürt immer wieder so das Korrigierende eben, das ihr dann gelebt habt, auch als Freundinnen. Also das, was du jetzt erwähnt hast, auch wenn es zum Beispiel darum ging, ganz früh im Buch, du fandest es nicht okay, dass sie als Single jahrelang vor allem verheiratet sein wollte und in verheiratetem Zustand dann ein bisschen enttäuscht festgestellt hat, dass Singles in gewisser Weise mehr Freiheiten haben. So dieses Gefühl vom zu kurz gekommen sein, übrigens auch so ein schönes Wort, das man nicht dauernd so verwendet, aber sagt so mega viel aus eigentlich, was in uns
da oft hochkommen will, oder? Ist auch in der Bibel ja eigentlich sehr früh schon ein Thema, oder? Die Leute, da Kain und Abel kann man anfangen, oder? Hat das Gefühl, kommt zu kurz und so weiter. Also da bringst du sehr auf einfache Art aus dem Leben gegriffen und dann aber kommt so Pang auch viel einfach ja Weisheit auch mit rein von der Bibel, von wirklich, wirklich wunderschön. Also dieses zu kurz gekommen sein, das habe ich mir angestrichen, fand ich ein schönes Wort für das, für diese Gefühle, die oft kommen. Ja. Ich finde das, also ich glaube auch, das muss man, da muss man wachsam sein, weil das schleicht sich nämlich so ein, dieses Gefühl. Und es spielt einem ja immer vor, es wäre die Wahrheit. Du hast ja sofort voll viele Argumente, warum du arm bist und zu kurz gekommen. Dir fällt ja sofort ein, das hast du nicht und das hast du nicht, die hat das, der hat das, dir fehlt das alles. Also das ist, da muss man schon, finde ich, auch so ein bisschen alert sein, weil das schleicht sich ein. Und ja, die Bibel thematisiert das. Und ich finde auch, wenn man sich anschaut, alle Systeme, die so in totales Unrecht gekippt sind, haben immer erklärt, wir sind die Armen, wir sind irgendwelche Reichen oder irgendwelche, eine andere Religion. Irgendjemand hat uns geknechtet und ausgebeutet und deshalb dürfen wir jetzt die grausamsten Dinge der Welt tun. Also ich glaube, dass das immer, überall, wo großes Unrecht auftaucht, ist auch dieses der Aspekt von, jemand fühlt sich, als wäre er zu kurz gekommen. Vielleicht, ja, ganz spontan jetzt auch, eben du sagst das, auch sogar bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Also wir können viele mutmaßen ja und möchten in den Wladimir Putin sich hineinversetzen, wie tickt er, aber irgendwo schwingt auch da wahrscheinlich sowas mit, oder? Nicht, wissen wir nicht genau, aber könnte durchaus sein. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, genau. Also es gibt da viele so Schlagworte dann von Glück über dieses Diversity sprichst du an, also oder auch Sex oder die Themen. Wie hast du das so vom Konzept her gemacht? Hast du einfach gesagt, darüber haben wir auch mal noch gesprochen oder das beschäftigt die Welt oder das beschäftigt mich und da möchte ich noch drüber so ein paar Gedanken teilen. Wie bist du da vorgegangen? So wie ich immer vorgehe, super unstrategisch. Okay. Das hat sich so entwickelt und ich habe aufgeschrieben, was mir gekommen ist. Und dann habe ich gemerkt, ah ja, okay, das sind so, das war ja auch nicht, ich habe mich nicht hingesetzt und gedacht, jetzt schreibe ich mal ein paar Essays über Themen, die Katharina und ich bearbeitet haben, sondern ich habe aufgeschrieben, was in unserer Freundschaft wichtig war und was uns beschäftigt hat und was und wo ich dann auch gemerkt habe, okay, wir sind nicht die einzigen zwei Menschen auf der Welt, die sich zu diesem Thema Gedanken gemacht haben oder die das betrifft. Und dann sind da so diese Essays draus entstanden. Und also manche sind, merke ich, da haben alle schon mal drüber geredet und drüber nachgedacht. Und das ist irgendwie so mehr, also Sex zum Beispiel, das ist ja jetzt nicht, ich bin ja nicht die erste Frau, die sich zu diesem Thema Gedanken gemacht hat. Aber andere Themen zum Beispiel, das Berufungsthema, verheiratet sein und Single sein, glaube ich, ist ein viel größeres Thema, als wir tun. Und ich finde, da wird noch nicht ordentlich genug drüber gesprochen. Also da habe ich gemerkt, da haben wir Sachen zusammen durchexerziert, die wo ich dachte, okay, das könnte man jetzt, das wäre vielleicht schlau, das mal zu sagen. Also definitiv, also das finde ich auch. Also und ich habe überall irgendwie dann wieder Perlen entdeckt und auch da etwas Humorvolles, das du reingebracht hast, auch zum Beispiel beim Thema Freiheit und Führung fand ich auch so wunderbar, wie du da über diese Spannung sprichst, von wo greift Gott ein und wo ist da mein eigener Beitrag und dieser Satz, ich will auch einfach mal eine Böe abkriegen und einen Zug nicht mehr erreichen, ohne mich sogleich mit Theodizee-Fragen beschäftigen zu müssen. Also das ist eigentlich herrlich, dieser Umgang auch, wie soll ich sagen, ist nicht so, auch du und dein Glaube kommt so in eine Leichtigkeit drüber oder nicht so tot ernst. So, weißt du, was ich meine? Das ist eine mega Stärke von diesem Buch, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch, dass wir manchmal denken, weil irgendwas
mit Gott verbunden ist, muss es ein bisschen, muss es immer so bierernst sein, aber ich glaube nicht, so ist Gott ja nicht. Also ich meine, der hat den Humor erfunden und hat ihn uns geschenkt. Und ich glaube, dass wir, manchmal sind wir so wirklich, dann, man ist so, bei jeder Kleinigkeit, die passiert, ist man so, okay, was will Gott uns jetzt damit sagen? Und ich denke manchmal, vielleicht einfach gerade nichts. Also ganz ehrlich, ja, jetzt hast du einen Zug verpasst, ist nicht schlimm. Vielleicht ist es cool, und dass du ihn verpasst hast, weil du jetzt noch irgendein Gespräch erwischst, was du erwischen solltest, aber man verpasst auch mal einen Zug, ohne dass Gott tagelang geplant hat, dass wir jetzt den Zug verpassen, weil er uns, keine Ahnung was, offenbaren will. Also ich glaube, man muss auch so ein bisschen lebensfähig bleiben. Gott, und ich meine nicht, dass man nicht mit Gott drüber reden kann, dass man den Zug verpasst hat. Ich finde, man sollte am besten den ganzen Tag irgendwie so mit ihm in Verbindung sein. Aber es muss nicht alles eine große, schwierige, dramatische Frage sein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Anliegen da mit dem Zug. Ja, das ist wunderbar. Also auch, oder die Fingernägel kommen dann auch gleich. Kurz darauf habe ich nochmal gesehen. Also da, genau, kann man auch einfach mal selbst wieder übernehmen und nicht alles vergeistlichen sozusagen. Also das finde ich, ja, absolut stark. Also ich glaube auch, dass Gott sich freut, wenn wir Sachen anpacken. Ich habe den Eindruck, dass er das auch segnet. Also der ist nicht so, setzt euch hier hin und dann gebe ich euch eine To-Do-Liste, sondern ich habe das Gefühl, dass damit kann Gott auch was anfangen. Wenn wir mal losgehen, kann er sagen, jetzt noch ein Stück links oder so. Ja, mal loslegen und dann, genau. Hey, super. Was waren so für Reaktionen jetzt, die an dich herankamen auf das Buch? Also was hat das bisher ausgelöst? Also bei mir melden sich nur die Leute, die nette Reaktionen haben. Es hat noch keiner gesagt, was für ein Kackbuch. Und also was mich sehr berührt, ist, wenn Leute, die selber einen Verlust erlebt haben, wenn die es gern haben, weil dann, ich hatte schon Angst, so auch Katharinas Familie gegenüber habe ich das Gefühl, ich habe eine Riesenverantwortung. Und ich will nicht das so Leid so ein bisschen verharmlosen und verniedlichen und jemand, der wirklich gelitten hat, denkt, die hat keine Ahnung, was labert die da? Also das fand ich eine große Verantwortung bei dem Buch. Und das freut mich, wenn, also jetzt zum Beispiel eine Frau, die gerade, eine Freundin, die gerade ihren Vater verloren hat, das gelesen hat zu der Zeit und gesagt hat, es hat ihr voll geholfen. Das ist natürlich, das freut mich total. Und das andere, was mich besonders gefreut hat, war, als Freundinnen von meiner Schwester, die relativ glaubensbefreit aufgewachsen sind, gesagt haben, das Buch macht ihnen Lust, religiös zu werden. Ich fand das so witzig, weil ich würde das so nie formulieren. Ich würde auch nie über mich selber sagen, ich bin religiös, aber ich bin es wahrscheinlich in echt halt einfach. Und dass die zum ersten Mal sowas mit dem Glauben konfrontiert wurden und das für die reizvoll war, sich mit dem Glauben zu beschäftigen und Gott kennenzulernen. Also das hat mich echt getroffen. Das hat mich krass gefreut. Ja, so gut. Jetzt ist das ja dein erstes Buch, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Mein einziges. Dein einziges, also im Moment, ja, man sieht ja dann, was noch kommt, aber was ist so für dich jetzt, oder anders gefragt, insgesamt jetzt nach dieser Erfahrung mit dem Buch und einfach, wo du heute so stehst, was hast du so für, du beschäftigst dich ja auch viel mit Mission und neuen Wegen und das war vielleicht auch ein weiterer so, ein Feld, wo du lernen konntest und Erfahrung sammeln konntest, oder was merkst du im Moment, wo zieht es dich hin, wo könnten Wege sein, wo wir wirken können? Du bist, glaube ich, auch Social Media Missionarin oder so, habe ich irgendwo so aufgeschnappt auch, also die Jugend, wie die auch erreicht werden kann, also wo siehst du da deine Schwerpunkte, deine Perspektive sozusagen? Ich habe jetzt keinen krassen Plan, sondern ich mache, was ansteht. Und im Moment sehe ich zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass wir mehr machen müssen für junge Frauen und Mädels. Und da ist quasi, ich schaue dann irgendwie, was ansteht, was ich sehe, was gebraucht wird und wo auch jemand gebraucht wird, wo nicht schon lauter Leute sind, die das machen. Und
ich werde mich zum Beispiel jetzt mehr Zeit investieren in die so Mädels ab 14, 15 in unserer Pfarre. Und sonst liebe ich total meinen Job bei den päpstlichen Missionswerken. Und ich glaube auch, dass es ganz gesund ist für uns Christen und dann nochmal speziell Katholiken in Europa, wenn man sieht, so wie hier die Diskussionen sind, es ist so viel klein, klein und wer braucht mehr Macht und wie strukturieren wir irgendwas um? Und das sind ja überhaupt nicht die Fragen, die eigentlich brennen. Die Fragen, die brennen, ist, wie können Menschen erfahren, dass sie von Ewigkeit geliebt sind? Und wir reden die ganze Zeit drüber, wer mehr Macht im Altarraum braucht. Und da glaube ich, ist es, deshalb arbeite ich auch so gern für die päpstlichen Missionswerke, weil wir ständig in Verbindung mit der Weltkirche sind. Ich war jetzt gerade 2,5 Wochen in Ruanda, es war überwältigend. Und da auch irgendwie diese Connection zu bauen, das ist mir super wichtig, das hierher zu holen, diese Freude und diese Ernsthaftigkeit in Gottesdiensten, da sprengt es dir Herz und Hirn, das kannst du nicht glauben. Und das hierher zu holen und hier bekannter zu machen und gleichzeitig einfach ja, da zu sein, wo ich merke, da bin ich jetzt gerade und da steht was an. Und das zu übernehmen, ohne jetzt eine Wahnsinnsagenda. Ja, also genau, ich habe auch das Gefühl, einfach jetzt, da ich ein paar Wochen mit dir unterwegs war, oder sozusagen, und mit der Art und Weise, wie du an die Themen rangehst, glaube ich schon, du hast eine Megagabe, auch wie du die Jugend ansprechen kannst und einfach die Dinge beim Namen nennen kannst, also Klartext sprechen mal. Und das fand ich so wohltuend, das liest man nicht oft. Das sieht man nicht so oft in dieser Art, wie es hier jetzt rüberkommt. Und da, also auch in die jetzige Zeit, einfach, wo du klar sprichst. Also ich nehme jetzt doch noch einen Abschnitt von einem auch sehr coolen Kapitel, Toleranz und Diversity ist das, was ja sehr auch ein Thema ist für aktuell. Wie gehen wir damit um? Und da schreibst du, es nervt mich kolossal, dass es sich Leute zur Mission machen, abzuchecken, ob ich möglicherweise ein Menschenhasser bin, Frauen, Schwarze oder Transsexuelle ablehne. Ich finde es gefährlich, dass wir uns gegenseitig ständig beweisen sollen, dass wir keine Nazis oder sonst irgendwelche Perversen sind. Also so aus dem Leben gegriffen eigentlich wieder. Also wo wir so vielen in diesen Bubbles und gehöre ich hier dazu und dort nicht und wo und sich absichern da drin. Ja, das zeigst du da auch wunderbar. Ich glaube auch, dass das für die Teenager eine große Last ist. Dieses Ganze, die haben ständig am Schirm, die Welt ist irgendwie am Abgrund. Sie haben eine Verantwortung, sie wissen nicht genau welche. Eigentlich müssen sie erst mal zeigen, dass sie überhaupt bereit sind, diese Verantwortung auf sich zu nehmen. Also ich habe das Gefühl, dass die Teenager massiv unter Druck sind und dann der Ort, wo es eigentlich Antworten geben müsste, aus der Kirche, und da bin ich jetzt, spreche jetzt speziell von der katholischen Kirche, da kommen dann oft keine Antworten, sondern so Debatten über irgendeinen Scheiß, den auch, also, oder man macht Firmenunterricht für die und da sollen die sich in den Kreis stellen, an der Hand nehmen und sagen, danke, ich bin dankbar. Und also, weißt du, so was, die überhaupt nicht, die haben Fragen und Anliegen, die haben einen super guten Sensor dafür, ob es jemand ehrlich mit ihnen meint. Und wir machen so ein bisschen Pille-Palle-Programm mit denen, was ich Dreijährigen nicht zumuten würde, weil es zu flach ist. Und wir erwarten dann, dass 14-Jährige, die ganzen großen Fragen im Nacken haben, damit sich zufrieden geben, dass wir zu ihnen sagen, jetzt sagt mal Danke und dann mal ein Herz und dann gehen wir nach Hause und alle sind froh. Entschuldigung. Ah, es ist wunderbar. Also ich hoffe, dass das noch ein bisschen mehr durchbrechen wird, auch in diesen Kreisen, dass diese Art von Herangehen an die Themen und wirklich so, wo brennt es denn wirklich? Also was, nicht nur so sich, wie soll ich sagen, vertrösten oder das verdrängen, was eigentlich ja da ist. Also da hast du wirklich einen schönen Steilpass gespielt eigentlich mit deinem Buch. Ich hoffe, das lesen auch Leute, die eben solche Programme gestalten, sei es jetzt bei der katholischen Kirche oder in den Freikirchen, reformierten Kirchen, eigentlich völlig Wurst, finde ich, weil da ist so viel drin. Also herzlichen Dank, Anne Fleck, dass du dein Herz geteilt hast und auch indirekt die Katharina nochmal ja auch mit kennenlernen durften. Alle, die das lesen, ich kann es herzlich empfehlen, ist im Fontis Verlag erschienen, Zartheit und Krawall, also das Buch von Anne Fleck. Es hat mich sehr gefreut, auch dich in diesem Setting hier noch kennenzulernen, Anne, und mache dir
sehr gerne noch Mut, einfach da so weiter zu gehen. Also das macht für mich, für als Leser, total Sinn. Also, und da wird es ganz vielen anderen auch so gehen. Also bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir hören wieder voneinander. Danke dir, Anne. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Ja, danke schön. Das war also der LiveNet-Talk. Jetzt wechsle ich noch ins Schweizerdeutsch. Für alle, die vielleicht noch so ein bisschen nach dem sehen, nach dem schönen Schweizerdeutsch. Also danke für euer Interesse. Ich kann noch einmal sagen, das Buch «Zartheit und Krawall» und «Keine Berührungsängste» mit, jetzt, wenn das eine katholische Autorin ist, das werde ich gerade auch an Anfang stellen. Es war für mich ein Riesengewinn, das Buch zu lesen. Also gebt dem eine Chance und holt euch das Buch «Zartheit und Krawall» beim Fontis Verlag. Einen schönen Tag noch. Und tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/videopartner.